Jo, wen wundert's? Ich stelle ein Buch aus dem Moritz Verlag vor. Und als ich mir das jetzt nochmal vorgenommen habe, ich musste mir das schon nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis hineinlesen, und aus meinem Regal im Arbeitszimmer gezogen habe, dachte ich, schwupps, das ist ja schon 2008 erschienen. Und ich habe das jetzt nochmal gelesen. Das ist also in dieser schönen, wunderbaren Vorlesereihe, Erstlesereihe des Verlages erschienen. Und das hat an seiner Frische in keinster Weise was eingebüßt. Es ist eine Sommergeschichte, egal. Es ist aber auch eine Geschichte, die letztendlich um Völkerverständigung geht und die sozusagen in einer köstlich unterhaltsamen Art und Weise etwaigen Vorurteilen oder Missverständnissen vorbeugen soll. Worum geht es? In Frankreich gibt es, also für uns Deutsche zumindest, eine besondere, eine Eigenheit. Wenn die Kinder in die großen Ferien entlassen werden im Sommer, bekommen sie in einer Regel von ihren Lehrern so Arbeitshefte mit. Die sind ganz hübsch, bunt illustriert. Das soll ja das Lernen auch Spaß machen. Und dann gibt es sie für alle möglichen Themengebiete: Geografie, Geschichte, Chemie, Mathematik und eben auch zum Erlernen fremder Sprachen. Und der Vater der Hauptfigur, der eine Hauptfigur, Jean-Charles, ein Franzose, hat ein solches Arbeitsheft und freut sich diebisch, dass er das seinem Sohn, seinem Filou, unterjubeln kann. Und er überlegt, sich einen Plan, dass man dieses Jahr nicht im Land unterwegs ist. Die Franzosen reisen ja meistens durch ihr eigenes schönes Land und machen dort Urlaub, sondern dieses Jahr fährt man nach Deutschland. Und das mitten auf einem Campingplatz mit dem Behufe, dass der Junge doch da bitte in diesem Land, wo diese Sprache gesprochen wird, dann auch locker und leicht das Deutsche erlernen will. Es gibt ein schönes Zitat aus dem Buch, wie der Vater zu seiner Frau sagt, zu der Mutter: Weißt du, dann kann der Junge so richtig in der Sprache baden. Und der Einwand des Jungen: Naja, baden würde er lieber am Meer. Der wird nicht geltend gemacht und Mehrheiten bekommt er im Familienverbund dafür auch nicht. Also, man fährt nach Deutschland und es ist beschlossene Sache. Er muss täglich sein Quantum abliefern und sich in diese neue fremde Sprache hinein vertiefen. Gott sei Dank gibt es im Nachbarzelt einen Mitstreiter, dieser Niklas, den er sich bald zum Freund macht und zum Verbündeten. Und die beiden beschließen, eine Fantasiesprache zu entwickeln. Sie nennen sie kurzerhand Holländisch, aber dieses Holländisch, was sie dort sprechen, hat mit dem eigentlichen Holländisch ganz und gar nichts zu tun. Da gibt es zum Beispiel, jetzt muss ich mal nachschlagen, Worte in dieser Sprache, die heißen, jetzt finde ich es natürlich nicht, die heißen, also die Zeit heißt da zum Beispiel Schrabatt, eine Blume nennt sich Sprott und ein Baum Traboim, wobei ich es nicht weiß, Traboim oder Traboim. Gleichwohl, die Eltern freuen sich natürlich, dass die Kinder so rasante Fortschritte machen. Und die Kinder freuen sich wiederum, dass sie die Eltern nach allen Maßen veräppelt haben. Schlussendlich hat man sehr viel Spaß beim Lesen und kriegt schon pädagogisch etwas vermittelt, ohne dass das vordergründig pädagogisch ist, also der berühmt-berüchtigte Zeigefinger. Wenn Sie so wollen, bei näherer Betrachtung ist das eben auch Ausgangspunkt bei meiner Rede, so eine andere Form eines solchen Arbeitsheftes, denn am Schluss der Geschichte steht, dass man zumindest die Sprache des Nachbarland ehren und achten sollte. Es gibt auch noch sehr schöne Illustrationen. Die sind Witzig und Kess. Das sind die beiden. Und die durchbrechen den Text. Also der ist kurzweilig zu lesen und sehr unterhaltsam und meines Erachtens nicht nur geeignet für eine Sommerlektüre.